Zuallererst einmal, warum haben wir denn das Thema Hochsensibilität und Spiritualität für diesen Monat September in den Vordergrund gerückt? Das hat wie immer bei uns einen sehr praktischen Grund, nämlich wenn das von außen auf uns zukommt, weil zum Beispiel viele Klienten zu diesem Thema Fragen haben, weil es sie wahnsinnig beschäftigt, weil es sie zutiefst bewegt oder weil sogar in Seminaren, die einen völlig anderen Fokus haben, das Thema Spiritualität im Kontext Hochsensibilität auftaucht, dann nehmen wir das auf. Das ist die Zeitqualität. Da ist offenbar etwas reif, ins Bewusstsein zu rücken. Und ich habe im letzten Newsletter am Freitag einen Link zum Artikel hineingegeben, den ich vor Jahren geschrieben habe, nämlich über meine eigene Angst vor Spiritualität. Und dazu möchte ich euch gerne erklären, was ist denn eigentlich mein eigenes Thema damit? Das Verrückte ist, wenn du aufwächst in einer Familie, in einer sozialen Umgebung, die sehr verstandesorientiert ist, sehr naturwissenschaftlich, wissenschaftlich, wo noch nicht mal groß über Gefühle, geschweige denn über Wahrnehmungen geredet wird, dann wird es sehr schwer, die eigenen Wahrnehmungen zu reflektieren und einzuordnen. Ich habe tatsächlich über lange Zeit gedacht, ich bin verrückt. Ich bin verrückt. Das war bei einfachen Dingen so, wie jemand sagt, oh, mir geht's gut, mir geht's gut, oh, mir geht's so gut, ja. Und ich denke, hä? Als kleines Kind schon. Dieser Mensch lügt. Als kleines Kind darfst du natürlich nicht sagen, der Erwachsene lügt. Du denkst irgendwie, du bist selber verkehrt. Vor allen Dingen, wenn es dann in der Familie ist, du fragst irgendeins deiner Familienmitglieder, wie geht's dir? Der sagt, ja, so super, ganz toll, ja. Und das hörst du ein paar Mal und du spürst, du nimmst wahr, du erkennst es, du siehst es an der Aura, an der Farbe, die dieser Mensch ausstrahlt, am Ton, den dieser Mensch absondert. Das stimmt nicht. Das machen wir mit einem kleinen Kind, ja, unter 10 Jahre. Dann denkt das Kind irgendwann, ich bin verkehrt. Mit mir stimmt was nicht. Ich habe einen an der Waffel. Wir reden von vor 50 Jahren. Das war wirklich, für mich war das völlig schrecklich, wirklich zu spüren. Ich glaube, ich bin verrückt, so wie ich die Welt sehe, dass ob das mit, vor allen Dingen bei Menschen, das war bei mir sehr ausgeprägt, oder Tieren. Etwas später wurde ich Reiterin, Hochleistungssport tatsächlich, und ich hatte immer die schwierigsten Tiere. Die hatten Sattelzwang, die konnten nicht, die hatten dies und jenes, haben andere Leute nicht auf ihren Rücken gelassen, und ich habe sie einfach angeschaut, ich habe mit ihnen gesprochen, ich habe sie angefasst, und es ging. Die haben Sachen gemacht, dann, die sie mit keinem anderen machen konnten. Und so zog sich das durch mein Leben. Das ist mein Hintergrund. Und natürlich, wenn du dann irgendwann merkst, Verstand ist viel wichtiger, Verstand ist, okay, ja, oh, gute Argumente und so, dann wird dieses Ding immer mehr. Und ich habe diese ganze Spiritualität, die Wahrnehmung, die Sensibilität, die Sensitivität einfach verdrängt. Wirklich völlig verdrängt. Ich habe mich bei Menschen irgendwann nicht mehr belügen lassen. Ich habe mir dann zurechtgelegt, na, sie haben es einfach selber noch nicht gespürt. Sie haben es selber noch nicht wahrgenommen. Und ich habe mir sehr schnell angewöhnt, einfach die Klappe zu halten. Ne? Nichts mehr darüber zu sagen. Nichts darüber zu reden. Einfach ganz klar zu sein mit dem Thema, ja, halt die Klappe. Wenn du nicht gefragt wirst, hast du kein Recht, darüber etwas zu sagen. Das ist so meine Haltung geworden, nach der ich dann wirklich auch gut gelebt habe. War auch wesentlich leichter, weil es nützt nichts, wenn du jemandem etwas sagst, was du wahrnimmst, solange er nicht bereit ist zu hören. Solange der einfach nicht, auch nicht fähig ist, wahrzunehmen, aufzunehmen, was im Moment bei ihm zugange ist. Dann kann es sein, dass du Zeit brauchst. Du brauchst einfach Zeit. Und dann habe ich mir angewöhnt, nachdem ich schon therapeutische Ausbildungen gemacht habe und einer meiner Lehrer gesagt hat, finde erst dann ein Wort, wenn das Ohr bereit zu hören ist. Und das ist bei mir wirklich, wirklich tief gesackt, sodass ich einfach jetzt warte, bis ich, das kannst du natürlich auch mit feinen Wahrnehmungen spüren. Ich kann das übrigens lesen, in Sätzen auch. Oder natürlich, wenn ein Mensch da ist, ist er so weit? Ist er soweit? Kann ich einladen dazu, dieses, was gesehen werden will, auch anzusprechen? Kann ich erkennen an der Sprache, an der Stimme, auch hier wieder an der Aura, an der Gestik, Mimik,
Stimmmodulation, Blick, Augenkontakt, Händedruck, Sprache zwischen den Zeilen, zwischen den Worten, wo spielt die Musik, kann ich davon ausgehen, jetzt ist es soweit. Ja, und das habe ich dann irgendwann gelernt. Und meine Erfahrung ist, dass es viel, viel mehr Menschen können, spüren, wahrnehmen, aber sich genauso nicht trauen, wie ich es mich auch jahrzehntelang nicht getraut habe. Ich habe das dann später nur umgesetzt im beruflichen Bereich. Als Therapeutin, als Heilpraktikerin. Ich habe lange mit den Händen gearbeitet. Meine Fingerspitzen, die konnten so durch die Haut gucken. Ja, hört sich schräg an, ist aber so gewesen. Die konnten durch die Haut gucken. Das waren wie Tentakel. Ja, aber gesagt habe ich das keinem. Also Leute, da hätte ich mich geschämt. Ich hätte mich wirklich, oder ich habe mich geschämt, darüber zu reden. Ich habe das rationalisiert. Ich habe das dann mit Professionalität, Erfahrung und so weiter erklärt, aber nie darüber gesprochen, wie weit das geht. Und jetzt begegnen mir immer mehr Menschen, die das ganz ähnlich erleben, die auch so verstandesorientiert gelebt haben, die aber merken, diese innere Stimme der Wahrnehmung, der Hochsensitivität, der geistigen Welt, des Nichtmateriellen, ja, das Metaphysische, wird immer lauter. Es wird immer lauter, es ruft, es möchte wahrgenommen werden, es möchte gespürt werden, es möchte gesehen werden. Und dann kostet es immer mehr Energie. Wir reden von hochsensiblen, hochsensitiven Menschen. Ja, das sind die Menschen, mit denen ihr am meisten zu tun habt. Es kostet wahnsinnig Energie, diese Seite zu unterdrücken. Kostet so viel Kraft zu sagen, nee, das will ich nicht spüren, das will ich nicht wahrnehmen, das will ich nicht anerkennen, das möchte ich nicht ansprechen. Ja, es kostet Energie, es kostet Kraft. Und in der Arbeit mit Menschen habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, dieses Element im Leben zuzulassen, um eine eigene Energiebilanz in einem harmonischen, gesunden Niveau zu halten. Das heißt zu erkennen, Spiritualität ist etwas, was Körper, Seele, Geist, Wahrnehmung, alles das im Menschen mit einschließt. Und es darf alles sein und es darf nebeneinander sein. Deswegen ist man noch lange nicht jetzt gleich ein Esoteriker. Und auch dazu, ihr Lieben, habe ich einen Blogartikel geschrieben. Den übrigens, ich habe jetzt zwei Artikel genannt, die verlinke ich noch hier unten. Die Newsletter-Leser haben den schon am Freitag bekommen. Wir haben hier eine Aktion in diesem Themenmonat, dass pro Woche ein bestimmtes Thema im Fokus ist. Heute haben wir diese Woche haben wir dann die Intuition, die Wahrnehmung, die Bauchentscheidungen und die Hellsinnigkeit, also das Hellfühlen. Und im Newsletter bringe ich immer einige Beispiele dazu und ihr bekommt auch unterstützende Tools und Möglichkeiten genannt, wo ihr Übungen daraus mitnehmen könnt für euer eigenes Werden und Sein als hochsensible spirituelle Wesen. Nochmal zurück zum Thema Hochsensibilität, Spiritualität und Esoterik. Ich unterscheide das sehr genau. Spiritualität ist was für mich, ich nenne das bodenständig. Ja, das ist was ganz Normales. Das ist nichts Besonderes. Das ist auch nichts Schwieriges. Es ist nichts Abgehobenes. Es ist auch nichts, wo ich sagen muss, ich muss dafür irgendetwas leisten, bezahlen, Praktiken, Methoden, Tools kaufen, mir unter das Kopfkissen legen oder mich in irgendeiner Weise vervollkommnen in Stufe 1, 2 und 3, bevor ich dann bestimmte Wege erreiche. So ist meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach sehr viel spirituelles Tun verpackt. Ja, also das ist sehr viel mit etwas kaufen, etwas tun, etwas praktizieren zu tun hat, wo man sich vervollkommnet. Nee. Bodenständig heißt für mich total alltagstauglich und ich bin zutiefst der Meinung und ich weiß es, wenn ich meine Mitmenschen anschaue, dass sie alle vollkommen sind. Da gibt es nichts, was du an schwierigen Dingen tun musst, sondern es geht nur um das Wiederentdecken, um das Freischaufeln von Glaubenssätzen, Meinungen, wie diese Meinungen, die ich eben von mir selber erzählt habe in meinem Leben, wo ich mal gedacht habe, ja, bei mir ist was nicht in Ordnung. Und das ist so wie so ein, wir laden in diesem Monat ein, sich diesem Thema zu widmen. Und das Schöne ist ja, die Art und Weise, wie wir es tun, du kannst das Ganze im stillen Kämmerlein machen. Du musst dich nicht öffentlich outen. Du musst nicht sagen, ja, ich merke, Spiritualität gehört zu meinem Leben dazu.
Du musst nicht sagen, oh, Meditation, das ist so nährend für meine Seele und für mein Seelenheil. Du musst nicht sagen, ja, ich weiß, ich spüre, wenn ich jetzt bestimmte Dinge tun soll oder nicht tun soll, meine Intuition ist gut ausgeprägt, muss es ja niemandem erzählen, tu es für dich. Und wenn du sagst, ah, da geht noch was, dann schau dir die Möglichkeiten an, es zu vervollkommnen, zu verbessern, ja. Ach, ich sehe gerade, Patricia, ich sehe gerade deine Nachricht. Schatzelein, ich weiß doch, dass du so bist. Wir kennen uns ja persönlich. Und du hast da auch eine sehr schöne Struktur für dich entwickelt, um über diese Wahrnehmung hinwegzugehen eigentlich. Und das ist das wirklich, wo wir sagen können, ausprobieren. Wir dürfen das in kleinen Schritten ausprobieren. Baby Steps. Du musst ja nicht gleich ein großes Outing machen, sondern erzähl ein bisschen mehr über das, was du siehst. Du bist da ganz reich. Du bist da ganz tief in deinem Zugang zum Allwissen. Und das finde ich toll, wenn man das machen kann. Ja, kam ich drauf, Übungen, da habe ich schon. Jetzt will ich mal langsam loslegen, eure Fragen zu beantworten. Ich sehe, aber es kommen noch mehr rein. Ah, das von Babsi habe ich. Habe ich die Frage? Ja. Aha. Und Barbara auch. Okay, habe das gerade gesehen. Und Patricia, wenn du noch eine Frage hast, ja. Du schreibst, dass mein Kopf kämpft dagegen. Das gilt ja nicht nur für dich, sondern für alle Menschen, die spüren, da ist ein innerer Kampf zugange. Egal zu welchem Thema. Es muss jetzt gar nicht um Spiritualität gehen oder um Hellsichtigkeit, sondern einfach nur das Gefühl, etwas in mir kämpft. Da gibt es A und B, gut und böse, haben wollen, nicht haben wollen, sympathisch, unsympathisch, Kampf, ja, kraftkostender Kampf. Und wir haben doch die Möglichkeit zu entscheiden. Wir haben die Möglichkeit zu entscheiden, wie wir etwas leben wollen, was wir leben wollen. Und meine Anregung ist, erstmal mit einem Bild zu starten. Das Bild heißt, sich das vorzustellen, was wäre, wenn du deinen Kampfanzug ausziehst. Wir bewaffnen uns, wenn wir sagen, etwas kämpft. Das sind Waffen, das sind Panzerungen. Da ist, wie sagt man, ein Schutzschild, da ist eine Mütze auf und all solche Sachen, ja, wie die in den Ritterrüstungen. Ja. Was wäre, wenn du den Kampfanzug ausziehst? Wie fühlt sich das an? Ob es dann immer noch so einen heftigen Widerstreit gibt, ja, und auch so. Hast du dann immer noch das Gefühl, dass da Kraft gebraucht wird und dass überhaupt noch ein Kampf stattfindet? Weißt du, ein Kampf mit zwei Elementen, wenn sich ein Element entzieht, nämlich der Widerstand, verändert sich das ganze Ding. Und da ist meine Anregung, es doch einfach mal auszuprobieren. Ja? So, dann die wichtige Frage von Babsi. Ist Hellsichtigkeit angeboren oder kann diese auch in späteren Lebensjahren auftreten oder bewusst erworben werden? Irgendwie hängt die Hellsichtigkeit einer Person mit dem Bewusstseinsgrad ihrer Seele zusammen. Ach, inwieweit hängt sie zusammen? Es sind ja mehrere Fragen. Ja? Zum Thema erworbene Hochsensitivität und Hochsensibilität, das haben wir, glaube ich, im nächsten Themenblock. Da geht es intensiv um Traumatisierung, ihr Lieben. Das ist häufig ein Grund, weswegen ein Mensch Hochsensibilität oder Hochsensitivität entwickelt. Also das ist eine Antwort auf deine Frage. Ist sie angeboren oder kann sie in späteren Lebensjahren auftreten? Ja, sie kann angeboren sein und sie kann in späteren Lebensjahren auftreten durch Traumatisierungen. Und auf welche Arten da Traumatisierungen stattfinden können, das haben wir in einem... Ja, ich kann es jetzt nicht beschwören, in einem der nächsten Themenwochen aus dem Themenmonat. Ja, da bekommt ihr dazu Informationen zum Thema Traumatisierungen als Hochsensibler und kann Hochsensibilität dazu führen, dass man so intensiv hochsensitiv wahrnimmt. Man sagt auch Vollempathen dazu. Ne? Vollempathen laufen durch die Gegend, haben solche Antennen ausgefahren und nehmen alles wahr, was in ihrer Umgebung stattfindet und vergessen sich darüber häufig selbst. Sie vergessen sich häufig selbst. Und um das zu verhindern, möchte ich euch aufklären über das Thema Hochsensitivität und Traumatisierungen.
Kommt also Newsletter-Abonnenten oder Gruppenmitglieder bei hier in der Facebook-Gruppe kriegen diese Links ja sowieso mit. Ich erzähle nachher noch ein bisschen mehr darüber. Irgendwo kann ich auch noch die Struktur ausgraben, erzähle ich auch was. Inwieweit hängt die Hellsichtigkeit mit einer Person mit dem Bewusstseinsgrad ihrer Seele zusammen? Da müssten wir jetzt diskutieren, was du unter Bewusstseinsgrad, Seele und Hellsichtigkeit verstehst, weil es ist zum Beispiel meiner Meinung nach kein großes Geheimnis, warum Hochsensible so leicht Gedanken lesen können. Na, wenn sie mit einem Menschen zusammen sind, spüren sie ja, wie es ihm geht. Und dass der Gedanke häufig gleichzeitig stattfindet, ne, das wissen wir. Ich möchte es mal andersrum formulieren, Babsi. Ich glaube nicht, dass ein Mensch, der völlig unbewusst durchs Leben geht, unbewusst, Bewusstseinsgrad ihrer Seele, einfach unbewusst, ja, dass der sehr viel wahrnimmt, was anderen Menschen, wie es denen geht, oder ob sie Ahnungen haben, wie Vorhersagen, Vorausschauen, Zugriff auf das Allwissen, was wir eigentlich alle zur Verfügung haben, was im morphogenetischen Feld gespeichert ist, schon lange beschrieben und beschrieben. Ich glaube aber, wenn du ein bewusster Mensch bist und dieses Bewusstsein, das Bewusstsein deiner Realität versuchst zu intensivieren und tiefer zu gehen und noch bewusster zu werden, noch achtsamer zu werden. Bewusst heißt alles das, was unterhalb, ne, wir haben den Eisberg, oben die Spitze des Eisbergs, 5 bis 10% sind überhaupt nur bewusst. Der größte Teil, 90 bis 95%, ist unbewusst, findet völlig unbewusst statt. So, und wenn du es schaffst, immer mehr von dem, was unterhalb der Meeresoberfläche deines Bewusstseins-Eisbergs ist, aus dem Unterbewussten ins Bewusste zu bringen, umso mehr wirst du natürlich hellsinnig. Ja, deine Sinne werden weiter. Deine Sinne werden geschärft, die werden klüger, sie werden feinfühliger. Das ist so, ich nehme einfach nimm ein Beispiel, ein Musiker, der ein Instrument sehr viel und sehr häufig spielt. Ja, der wird immer virtuoser auf diesem Instrument. Völlig klar. Jetzt wisst ihr alle, warum Klavier lernen, Gitarre spielen lernen. Je mehr du übst, umso besser wird es. Nehmen wir einen Handwerker, dann der Hammer und Meißel benutzt, ein Steinmetz. Ja, je häufiger er das tut, umso mehr und feiner wird er in diesem Tun sein. Und genauso ist das mit unserer Hellsinnigkeit. Wenn wir unsere hellen Sinne, unsere Wahrnehmung bewusster einsetzen, bewusster machen, dann steigert sich das natürlich. Ne? Und ich bin sicher, dass das deine Frage beantwortet, Babsi. Ne? Von Markus, die schöne, spannende Frage: Hilft uns die Spiritualität, unsere Hochsensibilität zuzulassen, auszuhalten, frei zu leben, ohne unsere geistig-seelische Hornhaut, uns eine geistig-seelische Hornhaut wachsen zu lassen? Ja, das ist mal was, was ich mal ganz einfach mit Ja beantworten kann, weil da geht so viel in mir in Resonanz. Hilft uns die Spiritualität, also das Akzeptieren von metaphysischen, jenseits des physisch anfassbaren Realitäten, unsere Hochsensibilität zuzulassen, auszuhalten, freizuleben, ohne uns geistig-seelische Hornhaut wachsen zu lassen? Ja. Ja, und jetzt drehe ich die ganze Chose noch um. Ich glaube, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, so wie ich, die erst über ihre Hochsensibilität und die Erkenntnis, dass es sowas gibt, wie Hochsensibilität, wie Hochsensitivität, eine Art gefunden haben, ihre eigene Spiritualität anzuerkennen. Durch das Wording einfach. Na, du hast ein anderes Wording. Das, was du als Sensibilität, dieses ganze Feine, das Geistige, das bekommt einen ganz anderen Wert über diesen Zugang. Und ich glaube, dass wir deswegen viel leichter geistig-seelische Hornhaut, sehr süß, dass wir eben keine geistig-seelische Hornhaut bekommen müssen. Ne? Weil das ist ja sehr unsere Natur, sich diesen feinfühligen Dingen zuzuwenden und darin aufzublühen, Kraft zu schöpfen. Ja.
Wie würdest du Spiritualität definieren? Ah, das habe ich schon gemacht. Wie kann man Spiritualität leben im Alltag, im Urlaub? Wie kannst du sie nicht im Alltag leben, im Urlaub? Also das ist eine Frage, die gebe ich einfach gerne mal zurück, Silvia. Glaubst du, für Spiritualität gibt es eine Tageszeit, einen Ort, einen Raum, eine Umgebung, die dir erstmal gestatten müsste, sie zu leben? Nein. Ich kann mir vorstellen, dass du jetzt nicht die Spiritualität meinst, sondern spirituelle Praxis. Wie kann ich meine spirituelle Praxis leben? Ja, manche Menschen beten, andere wiederum meditieren. Wieder andere leben Spiritualität in dem, was sie tun, wie sie ihre Kinder großziehen, welche Werte sie ihnen mitgeben, welche Zugänge sie diesen Kindern und den kleinen, zarten Wesen ermöglichen, auch diese Seite in sich selbst zu entfalten. Es gibt so viele Arten, deine Spiritualität zu leben. Du kannst dich für Menschen einsetzen, für Tiere einsetzen, für die Umwelt einsetzen, weil gelebte Spiritualität heißt auch, überall ist sie. Diese Spiritualität und in allen Wesen ist sie. Das ist also etwas, wo ich glaube, du kannst es jederzeit, du brauchst keine Umgebung. Ich gehe aber davon aus, dass es, ich weiß, wovon manche Mutter vielleicht denkt, ich würde ja so gerne meine spirituelle Seite leben, wenn ich denn überhaupt noch ein eigenes Leben hätte. Ja? Wenn ich nicht drei Kinder, fünf Kinder großziehen müsste, parallel noch arbeiten und wann soll ich das tun? Das ist ungefähr die gleiche Frage wie die Frage, wenn berühmte Autoren werden häufig mal gefragt, ja, wann hast du das bloß gemacht? Du hast doch auch Kinder großgezogen, du hast doch einen Mann, einen Haushalt, Beruf gehabt. Ja, die haben sich ihren Freiraum dafür geschaffen. Das, was dir super, super wichtig ist, wofür du brennst, wo du sagst, dafür bin ich da, es ist deine Berufung, es ist dein Lebenssinn, dafür hast du immer Zeit. Immer, immer. Du findest deinen Weg. Und du musst nicht eine Stunde meditieren, dich auf den Hintern setzen, irgendwelche Mudras mit deinen Fingerchen, die Augen schließen oder auf eine Kerze starren und Mantras dabei singen. Du kannst einfach 10 Minuten sehr bewusst gehen, in der Stille sein. Atmen. Ja. Also spirituelle Praxis ist jederzeit möglich. Und der Zugang zur Spiritualität, ich habe euch meine Definition, ne, das Anerkennen von geistigen Belangen im Alltag, ja, dass es also jenseits der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse noch was anderes gibt. So einfach ist meine Definition von Spiritualität. Ja, ich weiß, und zwar nicht, weil ich darüber nachgedacht habe oder Philosophie studiert habe und mir gedacht habe, da müsste es doch noch was geben. Nee, weil ich es erlebt habe, weil ich es erfahren habe. Wenn du ein Nahtoderlebnis gehabt hast und du weißt, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht meine Gefühle und ich bin erst recht nicht, schon gar nicht meine Gedanken, dann stellst du dir die Frage nicht mehr. Wenn du weißt, dein Wesen ist spirituell, Spiritualität, spirituell, du bist. Das ist Seele, das ist Geist, das ist was ganz anderes als Verstand und Gefühle. Dann stellt sich die Frage gar nicht mehr. Etwas abgeglitten. Wie kann sich spirituelle Hochsensibilität zeigen? Auch eine schöne Frage von Silke. Wie kann man das unterstützen? Was tut gut? Was schützen? Was schützt? Ich habe so viele Fragen. Was schützt? Lass uns gleich darüber als allererstes sprechen. Ich glaube, je weniger du dich schützt, umso besser ist es für jede Art von Sensibilität, Sensitivität, Spiritualität. Weil Schutz braucht wieder Energie. Ich muss lernen, mich abzugrenzen. Ich muss lernen, mich zu schützen. Ich muss lernen, frei zu werden. Ich muss. Ja, was macht das für einen Druck? Nein, die Antwort ist eigentlich, habe ich auch noch nicht lange. Ich habe ja früher auch, und es gibt so viele tolle Techniken, auch die helfen beim Abgrenzen und beim Schützen und all sowas. Und ich habe auch viele beschrieben. Ihr bekommt natürlich diese Übungen dazu. Ich bin nur der Meinung, es ist nicht nötig. Es ist hilfreich, wenn du noch Methoden- und übungsgläubig bist, muss man so zu sagen, ja, ja, ich brauche jetzt die Methode A und B und C oder eine Übung und du praktizierst sie und es wird ja auch tatsächlich besser.
Es wird ja auch tatsächlich besser, ja? Ich kenne ja nur und ich propagiere natürlich auch nur nützliche Übungen. Aber die Erfahrung ist, du kannst es auch einfach lassen. Dich zu schützen, dich abzugrenzen. Du kannst einfach hingehen und sagen, okay, ich lasse mal fließen. Und zwar, ich lasse es durch mich durchfließen, sodass nichts aneckt, nichts an mir zerrt. In dem Moment, wo du dich abgrenzen musst und wo du dich schützen musst, gibst du dem anderen ja Raum und Nahrung, dem Ding, der Situation, dem Zustand, dem Menschen, was auch immer, von dem du dich abgrenzen möchtest. Und Energie folgt der Aufmerksamkeit. Deine Aufmerksamkeit ist dann beim Abgrenzen und Schützen. Ja? Versuch's mal ohne. Sei mal schutzlos. Schutzlos, voller Vertrauen ins Leben. Auch das ist für mich so ein Ding noch mit der Spiritualität, das zu lernen, zu vertrauen. Ich bin absolut geführt. Ich bin absolut geführt von etwas Göttlichem, Schöpfungsmäßigen, Weisen, was wirklich, es ist toll. Und wenn du das zulässt, so ein bisschen mehr, das kann man lernen, ja, dass sich diesem hinzugeben und zu vertrauen, dann wird das mehr. Und wie kann sich spirituelle Hochsensibilität zeigen? Das ist eben diese sehr tolle Wahrnehmung von demjenigen, was eben nicht physisch ist. Ich warne allerdings davor zu glauben, es gibt sowas wie Engel. Engel entstehen wiederum aus einem sehr menschlichen Glaubenskontext. Wenn du glaubst, dass du einen afrikanischen Stamm besuchen könntest und sie nach Engeln befragen, dann würdest du sehr wenig hören. Wenn du Naturvölker befragst, an was sie glauben, dann haben sie auch wiederum einen eigenen Kontext und was sie wahrnehmen, ist auch aus diesem Kontext entstanden. Zum Thema, es gibt keine Engel, hat Ananda einen sehr schönen, sehr tollen, ich finde, fantastischen, wunderbar erklärenden Text geschrieben. Der wird dem einen oder anderen Engelgläubigen wahrscheinlich übel aufstoßen und sagen, ja, ich habe Engel gesehen. Ja, natürlich siehst du Engel. Ne? Du siehst sie, du spürst sie, diese ganzen Wesen und Meister, aufgestiegene Tote und all sowas. Aber das ist erstmal dein Kontext. Haben wir in der nächsten oder übernächsten Woche, ich muss es schon wieder aufschieben, ja, da reden wir dann über diese Themen und ihr bekommt natürlich auch wieder Infos dazu. Was wollte ich noch? Die verschiedenen energetischen Abwehrmechanismen, wie sie funktionieren, warum wir sie einsetzen, wie wir sie auflösen können, interessiert mich sehr. Habe ich praktisch schon mit dem besprochen, was ich jetzt gerade erzählt habe. Energetische Abwehrmechanismen, no, kein Kampfanzug, keine Abwehr, keine Panzerung, keine Mechanismen, keine Strukturen. Vertrauen ins Leben, Vertrauen in die Liebe, Vertrauen in die Schöpfung, Vertrauen in die göttliche Führung, die für dich da ist und dich wirklich bewahrt. Du brauchst keine energetischen Abwehrmechanismen. Wir kommen auf dieses Thema im Zusammenhang auch mit den Engeln und den dunklen Energien und den dunklen Mächten und all dem. Das ist eine völlig andere Denkweise als in sehr vielen spirituell-esoterischen Kreisen üblich. Meine Spiritualität ist absolute Freiheit von all diesen Dingen. Du bist völlig frei von dem. Es ist völlig irrelevant. Ich erzähle euch noch drüber. Lasst uns jetzt im allerersten Live-Talk und allerersten Video zu diesem Themenmonat erstmal so an den Grundlagen arbeiten. Wir gehen immer noch ein Stück weiter, ein Stück tiefer, beleuchten unterschiedliche Seiten und schauen, dass wir erstmal schauen, wo steht denn die überhaupt, die ja da jetzt so einen Themenmonat macht? Was ist denn das, was sie selber wahrnimmt, was ist das, was sie, wie definiert sie was, damit wir ungefähr auf dem gleichen Stand sind. Wenn mich in 4 Wochen jemand noch nach Engeln fragt, würde mich das dann sehr wundern. Ja, was kann ich tun, um mehr Engel zu sehen oder so? Ne? Ist eine spirituelle Hochbegabung erblich oder bringt die Seele besondere Fähigkeiten, wie zum Beispiel heilende Kräfte aus einer weit zurückliegenden Zeit mit? Oder womöglich beides? Ja,
Ja, das ist spannend. Es ist tatsächlich auch meine Wahrnehmung. Das ist aber sehr ähnlich mit den anderen Formen der Hochsensibilität auch, ne? Wir haben ja die anderen Formen der Hochsensibilität ganz genauso. Das ist die emotionale, die übersinnliche und. Und die spirituelle Hochbegabung der Sinne hat was damit zu tun, wie du es auch vorgelebt bekommst, ja. Schaut einfach mal in deine, oder ihr alle in eure Familien hinein. Gibt es spirituell hochbegabte Menschen, hochsensitive Menschen, voll empathische Menschen? Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, wenn du selbst derartige feine Wahrnehmungskanäle hast, dass das vererbt ist, ja. Und dann könnten wir auch davon ausgehen, ne, zweite Frage ist, bringt die Seele besondere Fähigkeiten wie zum Beispiel heilende Kräfte aus einer weit zurückliegenden Zeit mit? Beides zutreffend. Ja, mitbringen. Was ist die Seele? Ne? Bringt die Seele besondere Fähigkeiten mit? Die Seele ist vollkommen. Ne? Heilende Fähigkeiten braucht keine heile Seele. Die Seele ist heil. Und das, was wir im Laufe des Lebens machen, wenn wir auf die Welt kommen, ist sie zu zerstören. Ja, es ist sie kaputt zu machen. Und je weniger Eingriffe wir haben durch unser Leben, umso freier wird ein Mensch werden und umso klarer und gesunder und heiler wird er werden. Und heilende Kräfte hat jeder Mensch, der sich anderen Menschen zuwendet, und zwar wirklich zuwendet, von innen heraus, mit ganzem Herzen, mit tiefer Liebe, mit tiefem Vertrauen in die, jetzt kommt's, Selbstheilungskräfte des anderen. Ich kann keinen heilen und ich konnte es auch als Heilpraktikerin nicht. Aber ich kann Menschen dazu unterstützen, diese eigenen Selbstheilungskräfte so zu schärfen, so zu verbessern, so zu intensivieren, dass sie deutlich mehr sie selbst werden, heil werden, ganz werden, gesund werden. Ja? Ich kann aber nicht heilen. Der Mensch kann sich heilen. Und ja, insofern gibt es die heilenden Kräfte der Seele. Ich habe eine Potenzialanalyse gemacht und der Bereich der Ahnung war ziemlich ausgeprägt. Das fällt mir auch im Alltag immer wieder auf. Das ist manchmal etwas unheimlich. Eine spezielle Frage habe ich da aber zu nicht. Sagt Melanie. Ja, das mit dem unheimlich, das hat eben mit dem zu tun, was ich jetzt zu Beginn schon mal erwähnt habe, weil du es noch nicht voll und ganz akzeptierst vielleicht und auch weil du es noch nicht richtig trainiert hast, geübt hast, veredelt hast, poliert hast. Okay? Wenn du das tust, dann wird es nicht mehr unheimlich sein. Unheimlich hat ja sowas Düsteres, ne? Sondern bringst es dann so richtig voll ans Licht, ins Strahlen. Mach's vorsichtig. Ja? Ganz, ganz wichtig ist für alle Menschen, die sich mit der spirituellen Hochsensibilität beschäftigen, überlegt sehr genau, mit wem redet ihr darüber. Es gibt Menschen, die geben euch sofort Erwatschen, ja, emotionale und auch eine intellektuelle, die vernichten dann gleich das, was du wahrnimmst, mit ihren Worten, mit ihrer Reaktion. Und das ist das, wo ich euch wirklich bitte, seid vorsichtig, ne? Grundsätzlich, ich sage es so gerne und ich sage es so oft und ich möchte es nochmal wiederholen, achte darauf, mit welchen Menschen du dich umgibst, ja, denn du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Okay? Wir haben also die Möglichkeit, sehr genau darauf zu achten, ob wir unterstützende Menschen haben oder nicht. Und dazu kannst du natürlich sehr genau überlegen, mit wem redest du über deine spirituelle Hochbegabung, deine spirituelle Hochsensibilität. Ja? So. Wie entsteht sie? Kann man das überhaupt fragen? Wer hat das gefragt? Barbara. Ich meine, ist es nicht etwas, was ich habe, wie blonde oder schwarze Haare? Ja, natürlich. Es ist etwas, was du hast, wie blonde oder schwarze Haare. Das ist schon richtig. Aber es ist natürlich etwas, was, wir hatten das Thema schon mit der Vererbung oder aber auch bei der Traumatisierung kann es später entstehen. Aber du kannst zum Beispiel, nee, ach, das ist ein schönes Bild mit den Haaren. Du kannst deine Haare permanent abrasieren. Okay? Und du kannst sie färben. Und immer verändern. Oder du kannst zu dem stehen, wie sie sind.
Und so ist das mit der Hochsensibilität auch, auch mit der spirituellen Hochsensibilität, sie nicht mehr verändern zu wollen. Ja, das ist etwas, was du, das ist das Geschenk, ein Geschenk, was du dir selber geben kannst. Ja. Ist es schon eine spirituelle Intelligenz, wenn ich die geistige Welt spüre, oder ist es erst dann Intelligenz, wenn ich damit gut umgehen kann? Was ist, wenn Aura sehen lästig wird oder das Eitelkeitsdämönchen, das am Dirigent rumklettert, mir den Musikgenuss verdirbt? Beide Frauen, die mir davon erzählt haben, haben es unabhängig voneinander auf dieselbe Art gelöst. Sie haben Gott gebeten, sich davon zu befreien, und er hat es getan. Ja, bitten, beten, Kontemplation, sich zurückziehen, also sich auf das Wesentliche konzentrieren. Alles das kann dabei helfen, deine spirituelle Intelligenz zu leben. Es ist aber erst dann Intelligenz wirklich, du hast total recht, wenn du sie anwendest und gesund anwendest für dich und deine Umwelt. Nicht, wenn du etwas negierst und etwas, was als Gabe, als Geschenk in dir ist, dann ist es auch deine Aufgabe. Ja? Wo deine Gabe ist, ist auch deine Aufgabe. Aber ob da nun ein Dirigent eitel ist, Leute, ich gucke doch da nicht hin. Ich habe doch selber die Wahl, die Augen zu schließen und die Musik zu genießen. Und ich kann die Musik so genießen, dass ich keine Bewertung darauf gebe. Ja, das, was uns wirklich am allermeisten hindert und wirklich wie eine Fessel an Handgelenken und an den Sprunggelenken ist, ist unsere Bewertung von dem, was passiert. Von dem, wie ein Mensch ist, wie eine Situation ist, wie etwas, was geschieht ist oder was nicht geschieht ist, das ist die Bewertung. Und in der Regel ist es was, dass wir sagen, es ist schlecht. Wer aufhört zu bewerten, hört auch auf zu vergleichen. Und das ist wirkliche Befreiung. Nicht mehr zu denken, ist es gut oder ist es schlecht, und was der hat, ist besser oder schlechter. Oh Leute, wer das schafft, ist ein freier Mensch. Und dazu kannst du jede Menge Sachen tun. Ne? Du kannst als allererstes mal aufhören, deine Gedanken zu glauben. Okay? Dann ist das Eitelkeitsdämönchen, ist eine Interpretation, du weißt doch gar nicht, ob es so ist. Ja? Du bewertest eine Geste, eine Mimik, eine Ausstrahlung, ja? Eine Aura mit gut oder schlecht, haben wollen, nicht haben wollen. Einfach lassen. Lassen und genießen, den Mu Musikgenuss zum Beispiel. Wenn Aura sehen lästig wird, nicht hingucken. Ich schalte das an oder ab. Ich kann das, ich könnte es mal vormachen, aber also ich kann etwas angucken. Ich habe jetzt hier gerade nichts. Es geht noch besser, wenn da jetzt ein Mensch wäre, ja. Dann kann ich den angucken auf eine Art, dass ich den Menschen angucke. Ja, ich gucke ihn an und nehme wahr, wie die Haare sind und die Nase und der Mund oder sowas. Oder bei mir geht es so, ich stelle meinen Blick anders ein. Es geht mit Brille und ohne. Und ich stelle den Blick anders ein, und dann sehe ich nicht mehr den Menschen, sondern ich sehe seine gesamte Ausstrahlung. Ich sehe seine Aura, ich sehe seine Kraft, seine Energiequellen, das, ne, alles das, weil ich auf eine bestimmte Art und Weise hingucke. Das ist kein unbewusster und unabsichtiger Prozess. Ich muss es tun, um es zu machen, also um zu sehen, ja. Wenn es mir lästig ist, gucke ich nicht hin. So einfach. Wir dürfen uns das auch leicht machen, das Leben. Wir müssen nicht alles, was wir können, jederzeit an- und abschalten, ja, sondern dosieren. Okay? Wem war das eigentlich, Barbara? Dann haben wir noch eine Frage. Kann ich sie verstärken, zum Beispiel durch Beten? Ah ja, hatten wir schon. Ja, kannst du. Du kannst Präsenz, ne? Wie kann ich mehr Präsenz fühlen? Naja, in dem Artikel, von dem ich vorhin gesprochen habe, habe ich über die Gefahren der absichtsvollen Spiritualität geschrieben. Ich muss mir das mal notieren, dass ich euch die Links noch unten rein tue. Die absichtsvolle Spiritualität, warum sollst du mehr Präsenz fühlen wollen? Streng dich nicht an für etwas, was nicht da ist. Präsenz ist Präsenz. Absichtsvolle Spiritualität ist, ich will jetzt bestimmte Tools, Methoden oder sonstiges üben, tun, machen, beten, nicht beten, Visualisierung, mentale Übung, um zu etwas zu erreichen.
Ne? Gibt es Menschen, die sagen, ich will Engel sehen, ich will Aura sehen, ich will Präsenz fühlen, ich will alles das. Es geschieht. Und es geschieht nicht durch etwas, was du tust, um deine Sinneskanäle nach außen zu öffnen, sondern es geschieht dadurch, dass du etwas für dich tust. Nämlich dich befreist von Bewertungen, von Absichten und Hingabe und Liebe akzeptierst in deinem Leben an diese göttliche Weisheit. Dafür können wir viel tun. Wir werden dazu in der kommenden Woche abends eine Meditation haben. Ich weiß noch nicht genau an welchem Abend, wo ich mit euch hier in der Gruppe eine geführte Meditation mache, um diese Kraftquelle in euch zu erschließen, um sie zu spüren und sie dann größer werden zu lassen. Ja, du musst so wenig tun. Du musst so wenig tun, um diese Kraft in dir zu entdecken. Du musst einfach mehr lassen, also unterlassen, nicht tun. Je weniger du tust, umso besser ist es dafür. Ja, das reicht eigentlich genau als Schluss. Habe ich da noch Fragen? Lass mich noch mal. Ich bin mitten in der Trennung. Ich empfinde einen großen Schmerz. Gleichzeitig verliere ich gerade den Zugang zu meiner Spiritualität und rutsche in körperliche Symptome, kämpfe gegen Depressionen. Vom Kopf her finde ich die Trennung notwendig. Mein Herz stirbt gerade. Oh, Karin, schau. Da muss ich doch gleich mal gerade mal dein Profilfoto anklicken. Nein, dein Herz stirbt nicht. Dein Herz ist kraftvoll. Dein Herz ist garantiert nicht so, dass du dir Sorgen machst. Es leidet, weil du eine Situation noch nicht wirklich verabschiedet hast. Ne? Du sagst, dein Kopf ist fein damit und die Gefühle brauchen einfach noch ein bisschen Zeit. Wenn du beides mal kurz ausschaltest, weder fühlen noch denken und in dich gehst, ja, und einfach dein Herz spürst, dein Herz spürt. Für wen schlägt denn das Herz? Hä? Karin, Schatzi, für wen? Für dich. Dein Herz schlägt für dich. Und wenn du dich dem zuwendest, da stirbt kein Herz. Da ist noch nicht mal ein gebrochenes Herz. Nein, nein. Das kümmert sich um dich. Das schlägt, das ist kraftvoll, körperlich. So, und wenn du dann weiter da reingehst und merkst auf einmal, wie da die Liebe sitzt und die Liebe auch als Selbstliebe sich ausdrückt, ja, dann kannst du sehr viel leichter mit schwierigen Situationen umgehen. Das geht nicht schnell, ja? Gib dir doch auch Zeit. Gib dir Zeit und schenk deiner eigenen Herzenskraft Vertrauen. Ja? Okay. Mali ist noch eine Frage. Ist es denn Geschäftemacherei vieler Autoren, die behaupten, Engel schon immer gesehen zu haben und mit ihnen in Kontakt zu sein? Habe dein geteiltes Video gesehen mit der Engelwässerchen. Wie finde ich meine richtige Denkweise? Es sind ja tröstende, schöne Vorstellungen beziehungsweise Engel. Ja, Marlies, ich glaube noch nicht mal Geschäftemacherei, überhaupt nicht. Ja, die glauben das tatsächlich. Die sehen das auch tatsächlich, weil es ihrem Bewusstseinskontext entspricht. Die haben noch nicht mal schlechte Absicht. Die haben sogar unter Umständen sehr hilfreiche, nützliche, altruistische Bezüge dazu. Aber es ist natürlich wieder nur eine weitere Fessel, weil sich über Engel Gedanken zu machen oder mit Engelwässerchen und sich irgendwie öffnen, das hat nichts mit Spiritualität zu tun. Marlies, ich habe es vorhin schon gesagt. Wir haben einen ganzen Monat. Wir haben den ganzen Monat zum Thema Hochsensibilität und Spiritualität. Wir können nicht jetzt im ersten Live-Talk, erste Stunde ist gleich rum, alle Themen vertiefen. Aber ich habe es gesagt, wir werden über diese Engelthematik sprechen. Es ist wichtig, damit man sich da nicht verrennt, ne, was du da auch geschrieben hast. Die tröstenden und schönsten tröstenden Vorstellungen, die ich kenne, ist meine eigene innere Kraft zu spüren. Und die Kraft, die geschieht aus nicht getrennt sein von allem. Liebe, Liebe, Liebe zu sein.
sich mit dieser inneren Kraft, dem Sein, der Stille zu verbinden. Da ist alles enthalten, es sind auch alle Engel enthalten, die da ehemals gewesen sein könnten, ja. Aber du merkst auf einmal, dass es gar nicht nötig ist, solche Vorstellungen zu haben. Gib mir Zeit, es zu vertiefen. Ich werde euch noch dieses Thema mit der absichtsvollen Spiritualität posten, dass ihr das sehen könnt. Für jetzt gucke ich mal, ob ich eben noch die Vorschau auf nächste Woche finde, damit ich euch noch sagen kann, was haben wir denn überhaupt? Sag mal. Fragen zum Live-Talk. Habe ich hier unten drunter das Ding? Nee, habe ich nicht. Wo habe ich denn unsere Themenliste? Dokumente? Themenmonat. Da. Hab's. Ich sag's euch gleich. Uff. Steht da auch nicht drin. Ja, sag mal. Also jedenfalls, ich habe sie festgelegt. Ich will es abkürzen. Wir werden uns intensiv mit diesen Themen, die wir jetzt angesprochen haben, beschäftigen. Ich werde unbedingt auch noch auf die Frage des Lebenssinns und der eigenen inneren Berufung kommen. Wir werden uns noch mit dem Thema Selbstvertrauen beschäftigen, weil wenn ich kein Selbstvertrauen habe und nicht spüre, was ich mir selber wert bin, habe ich auch den Zugang zu meiner Spiritualität verengt. Ja, das können wir verändern, das muss nicht so bleiben. Dazu auch gebe ich euch auch wieder Hinweise. Wir haben in diesem Themenmonat noch vier weitere, der September hat ja fünf Gruppen, Fokusthemen. Ihr bekommt in jedem Newsletter zu diesem Fokusthema auch noch Downloadmöglichkeiten. Es gibt immer in dieser Woche ein E-Book, was wir an 10 Teilnehmer verschenken, also an 10 Newsletter-Leser verschenken, so. Und danach für die ganze Woche folgend mit 50% Rabatt. In diesen E-Books sind jeweils um die 20 bis 30 Übungen zu den Themen drin. Das heißt, es geht immer um ganz praktische, leicht umsetzbare Möglichkeiten, wie ihr zum Beispiel das Selbstbewusstsein verändern könnt, wie ihr eure Berufung finden könnt und, und. Am Ende des Themenmonats gibt es einen Monat exklusives Online-Coaching mit mir für 10 Menschen. 10 Menschen, die sich zum Thema ihrer eigenen spirituellen Hochsensibilität mit mir in einen Coaching-Prozess begeben wollen. 10 Menschen begleite ich einen Monat lang zu ihren Fragen. Wie geht's bei Ihnen mit Ihrer Spiritualität? Wie können Sie sich dem öffnen? Wie können Sie diese Kraftquelle, von der ich eben gesprochen habe, in sich entdecken? Und ihr findet auch im Newsletter und in der Gruppe bei Facebook einen Link, um euch über diesen exklusiven Coaching-Monat zu informieren. Der Oktober ist das. Und euch anzumelden. Gibt es Anmeldeformular, Details findet ihr alle dort. Und ich freue mich auf den nächsten Live-Talk und sage erstmal, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und auf bald. Eure Anne. Tschüss.